So, da vorne sind Ställe. Ställe brauche ich aber gerade nicht so wirklich. Das ist ein Turm, den können wir uns einfach mal so angucken, wie es aussieht. Schatz des Romulus. Ach, sieh einer an. Hier ist mal wieder so ein Hindernis-Parkürlein. Da weiß ich ja immer noch nicht, ob ihr das jetzt den anderen nochmal zu 100% haben wollt oder nicht. Weil das ist eine etwas anspannendere Aufgabe. Einkommen in der Bank ist gerade auf so und so gestiegen. Okay. Wir können ja irgendwie bis zu 7000 noch was tragen, habe ich gelesen vorhin. Sind mittlerweile wahrscheinlich wieder mehr geworden. Ich glaube, ich sollte mich auch. Rennen da nicht immer die Leute um. Die klagen uns noch an, wenn sie dein Nummernschild sehen. Stell dir das mal vor. Als du gestern durch die Pfütze geritten bist, hast du auch schön deine Beleuchtung ausgemacht, damit keiner uns verklagen kann auf irgendwie Reinigungskosten oder so ein Blödsinn. Ich will doch wohl hoffen. Oh, das hier ist auch einer dieser lustigen Momente, beziehungsweise wird einer dieser lustigen Momente. Ihr werdet euch wegschmeißen vor Begeisterung, wie lustig das hier wird. Okay, prego. Geh weiter, ich werde mal versuchen, hier raufzukommen. Gibt's eigentlich einen Assassin's Creed Brotherhood Mod, bei dem man diese Wargs reiten kann, die man in Shadows of Mordor hatte? Das wäre doch mal was. Am besten mit den gleichen Angriffsmustern und so. Hießen die überhaupt Wargs? Ne, die hießen anders, die Viecher, oder? Es sind eigentlich Wargs, aber... Oh, wie hießen die denn? Ganz vergessen. Na egal. Sehe ich da unten ein Banner oder eine Feder? Wie dem auch sei, es ist meins. Es ist ein Banner. Okay, mal kurz planen. Das ist ein blöder Weg, also nehme ich den Weg. So, provisorisch. Ich bin auf einer Felssäule. Komme natürlich noch nicht da. Au, hin. Aber vielleicht, wenn ich nicht von ganz weit weg springe, also direkt an das Ding ran. Geht doch. 3, 2, 1. Wupp. Meins. So ein bisschen erinnern die Säulen ja an dieses eine Kampffeld, was wir damals in Assassin's Creed 1 gefunden haben. Aber nur so ein bisschen. Hier ist Schatz des Romulus. Da ist Versteck von Romulus. Und hier ist ein verstecktes... Ach so, Schatz des Romulus ist das Ding, wo die Teile sind. Verstehe, genau. Und ansonsten haben wir noch zwei Dungeons, die wir ablaufen können. Krass. So, 240 Meter. Und keine Dächer. Los, du lahme Ente, lass mich mal vorbei. Irgendwann holen wir uns dann noch schon so ein Sportwagenpferd. Aktuell brauchen wir das auch nicht. Papa möchte den Bürgern bekannt geben. Die neuen Sätze für Ablässe sind an den Türen aller Basiliken der Stadt angeschlagen. Jeder kann sie sich ansehen. Schwierigkeit 4 ist da unten, okay. Warum ist der auf 4? Verstehe, weil ich ihn von hier oben nur ganz kurz im Visier habe. Mal gucken, ob das ausreicht. So tut's nicht, weil ich ja stehen muss. Aber wenn ich auf das Haus darauf komme, kann ich ihn einfach erledigen, indem ich von oben runter springe. Neuer Plan. Kugel ist viel zu unsicher, ich springe lieber auf ihn rauf. Ist einfacher. Nein, bitte Armbrust.
zwei von denen. Scheiße. Wo ist der langgerannt? Das war nichts. Zurück zur Patrouille. Zwei auf einmal sind sie unsportlich. Findet er nicht auch? Ich töte. Ist der runtergefallen? Ja, der ist runtergefallen. Okay, komme ich aufs andere Gebäude rüber, ohne großartig Wachenalarm auszulösen. Der da unten könnte mir noch zum Problem werden. Aber nicht mehr lange. Okay, Problem beseitigt. Nur dann? Oh. Okay, den brauche ich nicht mehr einsammeln. Okay, hier guckt auch noch einer. Achso, das ist eine Patrouille nur. Na gut, in dem Fall... Okay, er ist gerade auf dem Weg zurück. Ich glaube, den Rest kann ich von hier oben erledigen. Hoffe ich. Mist. Nicht so laut, ihr verdammten Krähen. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Kriege ich den irgendwie mit der Armbrust weg? Nein, natürlich nicht. Ich hoffe einfach mal, er sieht mich nicht. Wenn doch, wäre das sehr beschissen vom Spiel. Okay, er muss nur hier hinten wieder langkommen, dann habe ich ihn. Oh, das Segel da wäre natürlich auch... Mann, wäre das immer... Scheiße. Hey, ihr dieser Mann. Wartet an. Ich werde lieber wieder schmieden. Das war jetzt nicht so elegant wie geplant, aber es hat funktioniert. Ich wollte mal wieder zu viel Eleganz, zu viel Trick, zu viel von allem. Du komm erstmal aus deinem Dach raus. Du Batman, du... Was willst du machen? Oh, es geht also doch. Hat mich eine Kugel gekostet, aber das war es wert. So. Wie komme ich jetzt hier am blödesten rauf? Ihr habt mich nicht gesehen. Ab und zu Leitern nehmen, ne? Es gibt hier Wände. So, jetzt aber hier. Ich hätte den Turm gleich abbrennen können. Scheiß auf den Hauptmann. Oder nicht? Das sieht zumindest relativ einfach aus, hier raufzukommen. Wupp, 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 wupp. Ich sage euch, das wäre so immer gewesen, hätten wir den einfach da von diesem verdammten Mast aus... Na egal. Im Prinzip haben wir ihn ja vom Mast aus erstochen. So über Eck. Das war im Prinzip noch viel kunstvoller als einfach von oben runter. Das schafft nicht jeder. Schon wieder so ein Borgia-Banner. Nicht, dass ich mich daran erinnern würde, wofür die gut sind oder ob die überhaupt zu irgendwas gut sind, aber erstmal haben. So.
Alles frei, okay. Nächster. Wenn dann erstmal das Geld fließt, dann werden wir hier ganz Rom aufkaufen. Da kannst du sowas von mitwetten, also... 300 Meter in etwa in die Richtung. Vielleicht sollte ich mittendrin schon ein paar Sachen kaufen, damit ich Rom irgendwie mal... damit mir Rom in die Taschen spielt. Weil ich hätte schon gesagt, ich brauche erstmal noch nichts. Außer halt die Investitionen, die ich hier tätigen kann. Der Preis für Getreide hat sich verdoppelt. Wir können uns nicht mal mehr Brot leisten. Renoviert. Kommt! Kann ich auch gleich investieren? Cool, das war's, glaube ich. Mehr kann ich nicht investieren, ne? Genau. Gut. Pierluigi? Wo ist der hin? Ein paar Ärzte habe ich schon renoviert. Ach, siehst du, das gibt ja auch noch Punkte, wenn ich irgendwie spezielle Sachen renoviere. Mir liegt, glaube ich, gerade am nächsten, die Schmiede komplett durchzurenovieren. Die Schnellreisepunkte brauchen wir noch nicht. Also vielleicht schon, aber nee, jetzt noch nicht. Yeah, ich steigere mein Einkommen. Achso, ich kann gerade noch gar nicht investieren. Ach so, kann ich nur machen, wenn ich... Ach so. Das dachte ich mir. Sollte ich also nicht random machen. Gut, dass mir das auch mal jemand sagt. Wo ist der nächste Hammermann, der hammern kann? Da ist der nächste Hammermann, der hammern kann. Aber da unten ist der nächste... Ach, ich will erstmal zum nächsten Hammermann, der hammern kann. Habener, habener. Sind ja 200 Meter. Ja, ist das herrlich, sich mal wieder nicht von der Story leiten zu lassen. Das war halt am Anfang vom Let's Play jetzt von mir extra so gemacht, damit wir halt schnell mal in diesen Unterschlupf kommen. Weil wenn wir den haben, dann kriegen wir auch so nach und nach das coole Zeug. Aber erstmal mussten wir dahin, damit wir irgendeinen Ort haben, zu dem wir zurückkehren können. Damit wir Geld verdienen können und all so Zeug. Also es war schon alles ein bisschen manipuliert, möchte ich fast sagen. Ich wollte halt alles in Gang bringen, bevor wir uns... ein bisschen austoben an den ganzen Feinheiten, die es hier zu entdecken gibt. Zum Beispiel den lächerlich versteckten Schmieden, zu denen nie einer findet. Und dann fragen sich die Schmieden, warum sie kein Geld mehr haben. Das liegt natürlich an dem bösen Borgia. Nicht, weil man irgendwie einen scheiß Geschäftsplan hat. Oh, meine Rüstung ist gebrochen. Das ist natürlich ungünstig. Oh, tut mir leid, Barde. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe gerade dieses Geschäft hier renoviert. Was sagst du dazu, Barde? Bevor du mich anblöden kannst, spreche ich weiter mit dem Ganzen. So, Rüstung, was hast du eigentlich? Beschädigt. Stiefel, Schulterteil. Okay, mehr kann ich mir noch nicht kaufen. Waffen. Langschwert wäre vielleicht mal ganz geil. Kann ich mir gerade so leisten. Danke sehr. Jetzt bin ich etwas wehrhafter. Aber auch nur etwas. So kleine Waffen, ja, brauche ich im Prinzip sowieso nicht. Machen wir später. Reparieren würde ich aber gerne. Habe ich dafür noch? Habe ich noch. Verbände. Bitte kommt jederzeit wieder. Aber, ich liebe euch, edler Herr. Ich würde gerne deine Ukulele aufnehmen. Kann ich nicht? Auch schade. Ich dachte, wir können jetzt hier Ukulele des Todes spielen. Das wäre doch mal was gewesen. Ezio mit einem Gerät und Barde sein.
könnten uns eigentlich mal wieder ein paar Bardenlieder anhören. Meinten die auch so?